Ich möchte Sie begrüßen zu einem Video, wieder so ein Kurzvideo, Ableitungen in der Mathematik in 12 Minuten. Wenn wir uns eine Funktion in der Mathematik aufzeichnen, dann haben wir ja an anderen Orten schon gesehen, dann wird das meistens so eine Kurve, wo wir die x- und y-Werte, die zusammengehören, in dieser Funktion zeichnen können. Zum Beispiel, wenn die Funktion eine Parabel ist, sieht das ungefähr so aus. Und manchmal interessiert man sich nicht nur für die Funktionswerte. Also ein Funktionswert ist ja der Zusammenhang zwischen dem x-Wert und dem y-Wert, der hier in dieser Koordinate dargestellt wird. Sondern manchmal interessiert einem auch die Steilheit dieser Funktion. Wie steil geht das hoch? Oder ist das flach? Ist das sogar horizontal? Oder geht das hinunter? Wenn ich mich da nach rechts bewege. Mich interessiert, wie ändert sich da diese Funktion, wenn ich da mit dem x nach rechts laufe. In dem Fall zum Beispiel nehme ich mir da zwei Punkte vor und verbinde die mal mit einer Geraden. Und wenn ich da jetzt um eine bestimmte Strecke Delta x nach rechts gehe, dann ändert er die Funktion, in dem Fall um ein Delta y ihren Wert. Also wenn das steil hinaufgeht, ist das Delta y größer, als wenn es weniger steil ist. Jetzt im Straßenverkehr ist es ja so, dass man dieses Schild kennt, wenn es steil hinauf oder hinunter geht, wo dann irgendwie so ein Balken ist, da steht irgendwie 10% oder so dabei. Und 10% heißt im Grunde genommen, dass die Straße, wenn ich 100 Meter nach rechts gehe, um 10 Meter nach oben geht. Also 10% ist quasi das Verhältnis, also 0,1, wenn man das so mit normalen Zahlen ausdrückt, das Verhältnis von der Höhenänderung zur horizontalen Distanzänderung. Und wenn man das mit dem Winkel in Verbindung bringt hier, dann ist es ja so, dass das in diesem Dreieck hier die Gegenkathete ist und das hier ist die Ankathete. Das heißt, diese 10% sind im Grunde genommen dann Gegenkathete durch Ankathete, das ist der Tangens des Winkels. Und so kann man auch hier sagen, wenn ich so eine Steigung haben möchte und das Delta y durch Delta x mich interessiert, ist das im Grunde genommen dann immer der Tangens dieses Winkels hier, der mich im Grunde genommen interessiert, Tangens Alpha. So. Jetzt macht man aber, hat man ja eigentlich quasi zwei Punkte genommen, hier in diesem Beispiel, wo ich die Steigung davon wollte. Oft interessiert mich aber eigentlich nur die Steigung an diesem ausgewählten Punkt x hier. Und dazu muss ich dieses Dreieck hier immer kleiner machen und immer da schauen, was geht am Schluss, was bleibt am Schluss quasi übrig als Winkel. Und dann habe ich quasi den Winkel dieser Berührungsgeraden, dieser Tangente, wie man sagt, in diesem Punkt x. Also wenn ich da nicht zwei Punkte der Kurve will, sondern wirklich ein Punkt quasi und die Berührungsgeraden, die Steigung dieses Punktes haben will, dann muss ich eigentlich den sogenannten Limes Delta x gegen 0, also immer ein kleineres Dreieck wählen. Und dann ist das hier das, was man dann auch als Ableitung f' von x bezeichnet. Nicht wahr, diese Werte der Steigung, die ändern ja dauernd, wenn man da mit dem x nach rechts geht. Und diese Werte, das sind ja dann auch Werte, die von x abhängig sind, also ist auch eine Funktion. Und diese neue Funktion, diese Steigungsfunktion quasi, wird dann mit f' bezeichnet. Der Strich ist immer die Ableitung, die Steigung. Jetzt gibt es ein paar Regeln für diese Steigungsberechnung. Man muss das dann nicht jedes Mal da trigonometrisch vorgehen. Und diese Regeln möchte ich Ihnen jetzt kurz zeigen. Einmal ist es so, wenn ich jetzt eine Funktion f von x habe und daraus die Ableitung bilde, dann gibt es zum Beispiel mal die Funktionen x hoch n. Und da gibt es eine Regel, die man dauernd braucht, nämlich da muss ich das n da oben nach vorne nehmen und dann x hoch n minus 1 schreiben. Also zum Beispiel, wenn ich x hoch 3 habe, dann wird daraus 3 mal x hoch 2. Das 3 nehme ich nach vorne und das wird um 1 kleiner. Und wenn ich x hoch 5 habe, wird daraus 5 mal x hoch 4. Dann ist es auch so, dass wenn eine Funktion zusammengesetzt ist als lineare Funktion, das a mal f habe, ich schreibe es nur noch f, nicht f von x, plus eine andere Zahl b mal g habe, und das ableiten möchte als Ganzes,
dann wird das das gleiche, wenn ich das a lasse, diese Zahl a, und dann das f alleine ableite, plus das b lasse und dann das g ableite nach x. So kann ich zum Beispiel so Polynome dann ableiten. Wenn wir als kleines Beispiel mal nehmen, 2 mal x hoch 3 plus 5 mal x. Das kann auch ein, das n hier muss nicht eine natürliche Zahl sein, das kann eine beliebige reelle Zahl sein. Das kann auch eine Wurzel, also hoch ein halb sein oder hoch minus ein halb oder hoch ein Drittel. Wenn ich das jetzt ableite, dann habe ich also hier 3, also das 2 lasse ich mal. Dann habe ich 2 mal 3 mal x hoch 2. Plus das 5 lasse ich auch. Und das g abgeleitet wieder minus 2 mal x hoch minus 3. Also wenn man es zusammenfasst, 6x² minus 10. Und dann x hoch minus 3 ist ja x, also durch x hoch 3. Sie sehen also, für solche Polynome ist das Ableiten sehr einfach, wenn man die Linearität benutzt und diese Regel hier kennt. Das gilt, wie gesagt, auch für die Wurzel. Wurzel x ist das gleiche wie x hoch 1/2. Das wird dann abgeleitet 1/2 mal x hoch minus 1/2. Also 1 durch 2 mal Wurzel x. Wir sehen, also bei Addition, bei linearen Verknüpfungen von Funktionen, darf man da diese Differenziation, diese Ableitung separat nehmen für die Funktionen. Beim Multiplizieren geht das nicht mehr. Ich f mal g habe, da darf ich da nicht irgendwie f' mal g' draus machen, sondern ich muss da eine Regel verwenden, die heißt Produktregel. Ich muss f' mal g machen und dann f mal g' rechnen. Ich mache noch ein Beispiel dazu. Beim Quotienten ebenfalls, da muss ich eine Spezialregel verwenden. Beim Quotienten abgeleitet wird nach f' mal g minus f mal g' durch g im Quadrat. Komische Regel. Und schließlich noch, wenn ich eine verschachtelte Funktion habe, also eine Funktion einer anderen Funktion, auch da mache ich noch ein Beispiel dazu, wie es nach f' an der Stelle g von x mal g' von x. Ganz was Komisches. Ich zeige noch ein Beispiel dazu. Dann noch 3, 4 Standardfunktionen, die man oft braucht. Und die eine sind die trigonometrischen Funktionen. Sinus x wird Cosinus x. Cosinus x wird minus Sinus x. Tangens x kann man dann wieder zusammenbauen nach dieser Quotientenregel. Sinus x durch Cosinus x ist ja Tangens. Dann ln x, das wird lustigerweise abgeleitet 1 durch x. Und e hoch x wird abgeleitet, bleibt e hoch x. Das ist die einzige Funktion, die sich nicht verändert, wenn man sie ableitet. Also der Funktionswert ist gleichzeitig auch die Steigung. Wenn ich eine andere Basis habe, zum Beispiel 2 hoch x, dann muss ich auf den Basiswechsel hier machen. Das ist eine Multiplikation mit einer Zahl und kann dann mit der Linearität auch diesen Basiswechsel verarbeiten. Genauso hier beim Logarithmus. So, wollen wir 2, 3 Beispiele anschauen. Wenn wir mal hier schauen, f mal g. Da nehmen wir als Beispiel x mal Sinus x zum Beispiel. Das ableite, muss ich zuerst das x ableiten. Machen wir vielleicht x Quadrat, ist ein bisschen interessanter. X Quadrat ableiten, das gibt 2 mal x. Das g lassen wir mal Sinus x. Plus x Quadrat mal g abgeleitet, g ist Sinus gewesen, das gibt also Cosinus. Das heißt, Produktregel. Dann hier die Quotientenregel. Nehmen wir da vielleicht x mal Sinus x. Nein, x durch Sinus x. Da muss ich zuerst das ableiten. Das wird 1 mal das untere. Sinus x. Minus x mal Cosinus x. F mal g' durch Sinus x im Quadrat. Und hier noch was, nehmen wir vielleicht die Wurzel aus Sinus x. Das ist eine Wurzelfunktion außen und in der Wurzelfunktion steht nicht x, sondern Sinus x. Das wäre sowas, f von g von x. Und das macht,
erhält man. Entschuldigung. So. Dann muss ich zuerst die Wurzelfunktion ableiten, das haben wir vorher gemacht. Sieht 1 durch 2 mal die Wurzel aus Sinus x. Muss ich ja nicht x schreiben, sondern die Funktion g von x. Und das wird dann multipliziert mit der Ableitung von g von x, das wäre dann wieder Cosinus x. Jetzt sind solche Ableitungen in der Physik oft auch verknüpft mit kinematischen Regeln. In der Physik steht dann oft hier nicht x, sondern die Zeit t, und da steht irgendein eine Ort, also haben wir ein Ortszeitdiagramm. Und dann ist ja Delta y, die Ortsänderung, pro Zeit ist die Geschwindigkeit. Das heißt, die erste Ableitung einer Ortszeitkurve wird in der Physik dann eine Geschwindigkeitszeitkurve. Und man kann auch noch einen Schritt weiter gehen und schauen, wie ändert sich denn die Geschwindigkeit als Funktion der Zeit, wie ändert sich die Steigung. Das gibt dann in der Physik die Beschleunigung. Und in der Mathematik gibt es die Änderung der Steigung, und das ist eigentlich die Krümmung. Und das ist etwas, was man auch oft braucht, wenn ich so eine Funktion habe, die irgendwie so aussieht. Dann habe ich ja Stellen, wo die Funktion Steigung 0 hat. Hier und hier. Das hier vielleicht so machen. Hier ist die Steigung auch kurz 0. Dazwischen ist die Steigung positiv. Das heißt, wir haben dann hier, wenn das die Steigung wäre, f'. Das Grüne wäre die Funktion selbst. Dann habe ich hier die Nullstellen der Steigung. Dazwischen ist es negativ. Da ist es dazwischen positiv, das ist wieder eine Nullstelle. Und dann geht es hier aber nur so und geht damit nach oben. Wir sehen, dass an der Stelle hier die Funktion ein Maximum hat, maximaler Wert. Das ist sicher die erste Ableitung 0. Aber die zweite Ableitung, Sie sehen, die Steigung nimmt dabei ab. Die zweite Ableitung ist dann negativ. F2' ist kleiner als 0, dann haben wir ein Maximum an dieser Stelle x. Hier ist ein Minimum, die Funktion hat den minimalen Wert, die Steigung nimmt dabei zu. Das heißt, wir haben auch hier f' gleich 0, Steigung ist 0, aber sie nimmt zu. Das heißt, die zweite Ableitung ist dann größer als 0. Das ist ein Minimum. Und an der Stelle, wo die Steigung auch 0 ist, aber vorher positiv war und nachher auch positiv ist, ist die zweite Ableitung ebenfalls 0. Die Krümmung ist hier kurzfristig 0. Und dann spricht man von einem Sattelpunkt an der Stelle. Gut, das wären in vielleicht 12 Minuten die Ableitungsregeln.